Sieht noch gut aus. Bisschen mehr als 10 Minuten. Das könnte klappen. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu einem relativ spontanen Videovlog, den wir heute machen. Und zwar ist heute am 15. November Permit Day. Und das bedeutet, wenn man vorhat, den PCT im nächsten Jahr zu wandern, dann ist das ein ganz besonderer Tag. Denn ohne dieses Long Distance Permit wird es sehr schwierig, den Weg und seine ganzen Naturschutzgebiete und Nationalparks zu durchwandern, weil dann braucht man jede Menge Einzelgenehmigungen, die man unterwegs holen müsste. Und das ist schwierig. Also, alle Kenner dieses Trails wissen, man braucht ein Permit. Und das ist limitiert. Davon gibt es 50 Stück pro Tag, um die ganzen Leute, die den Trail in diesem Jahr dann wandern wollen, so ein bisschen zu entzerren, damit sich nicht der Großteil auf den optimalen Startpunkt irgendwann Anfang Mitte April konzentriert und dann ein paar hundert Leute an einem Tag da lostrampeln und durch die Natur wandern und auch überall zelten. So hat man gesagt, 50 Leute pro Tag, damit das Ganze schön entzerrt wird. Die werden dann von Anfang März bis Ende Mai ausgeschüttet. Hier habe ich den Kalender jetzt für März offen und da kann man sehen, wie viele jetzt aktuell noch verfügbar sind. Da will ich jetzt mal kurz drauf eingehen. Ich aktualisiere mal. Wir haben jetzt mal den 20. März hier anvisiert, loszugehen. Übrigens ist das dann auch jetzt gerade mal so spontan auch die Ankündigung. Das haben wir ja bis jetzt noch nicht so offiziell hier auf YouTube gemacht, aber wer unseren Kanal schon länger verfolgt, der weiß, wir wollten 2020 den Pacific Crest Trail wandern. Das ist dann aufgrund von Corona leider gescheitert. Jetzt, 3 Jahre später, sitzen wir wieder hier und jagen einen Permit hinterher. Und aktuell sieht das so aus, als hätten wir wieder dieses riesige Glück, so wie so ein kleiner Lottogewinn, dass wir hier ein Permit schießen können. Und zwar war das halt früher so, dass man dann sich um eine 10:30 Uhr Pacific Time, 7:30 Uhr mitteleuropäische Zeit hier eingeloggt hat, kam in eine Warteschleife, dann waren so viele tausend vor einem, irgendwann war man dran, 1, 2, 3 Stunden später und dann konnte man auch hier auf diesem Kalender hier sehen, was ist noch verfügbar. Und dieses Jahr ist das Ganze ein bisschen anders. Man musste sich jetzt am 16. Oktober schon registrieren, ein Profil anlegen, wo man seine Daten eingibt. Und dann konnte man sich auch mit seinem Partner verlinken, wenn man zusammen wandert. Und das haben wir gemacht. Und jetzt habe ich gleich die Chance. Ich habe einen Zeitslot gestern per E-Mail bekommen. Der ist, wo sind wir? Um 11:38 Uhr. Und 35 Sekunden Pacific Time. Das ist jetzt gleich dann um 20:38 Uhr und 35 Sekunden europäischer Zeit. Jetzt haben wir 20:28 Uhr. Das heißt, wir sind gleich dran und können uns ein Permit aussuchen. Und wie das jetzt im Moment noch aussieht, bis hier am 20. sind bis jetzt 10 Permits genommen worden. Und das heißt, es sind noch 25 verfügbar. Das heißt, wir können jetzt ganz bequem gleich ein Permit. Und das ist ein mega Glück, was wir da haben. Und dann werden wir im März nochmal versuchen, den Pacific Crest Trail zu wandern. Leute, das war's. Wir sind durch. Wir hatten wieder dieses riesige Glück neben 2019, wo wir beide den 18. März als Permit gekriegt haben, haben wir jetzt den 20. März 2023 gekriegt und wow, das ist mega. Ich kann das gerade alles gar nicht so richtig verarbeiten, dass wir wieder dieses Glück hatten. Es war auch dieses Jahr jetzt nicht so spannend wie damals vor 3 Jahren, sondern man konnte vorher ja schön gucken und ich bin ja jetzt immer noch hier drin am Gucken. Man kann doch relativ bequem sehen hier im März, da ist noch jedes Datum zu haben. April fühlt sich leicht, aber auch da ist noch fast alles zu haben. Und im Mai ist noch ganz gemütlich alles zu haben. Also wir sind jetzt genau 1,5 Stunden nach Eröffnung von den Permits. Fühlt sich das alles relativ gemächlich, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, wir werden dann nächstes Jahr 2023 wieder versuchen, den Pacific Crest Trail zu wandern. Wenn nicht wieder eine globale Katastrophe uns unsere Pläne durchkreuzt, aber hoffen wir mal nicht. Und ja. Wir haben jetzt jede Menge Stress, weil wir noch umziehen und danach müssen wir dann mal ordentlich wieder an die Planung rangehen und das ganze Projekt hier dann voranbringen. Und ich hoffe, dann stellt sich auch wieder diese große Abenteuerlust ein, die einem manchmal so eine wohlige Gänsehaut beschert hat, das wir damals in Vorbereitung für 2020 hatten. Die hat sich durch die ganze Situation
mit Corona und danach hier jetzt der Krieg und Wirtschaftskrise und diesen ganzen Bad News und dieses Doomscrolling, was man so auf dem Handy betreibt, das hat uns schon ziemlich belastet und dann hat man immer gedacht, irgendwas wird es einem doch sowieso wieder kaputt machen. Aber sind wir mal jetzt optimistisch, dass das klappt. Wie gesagt, wir werden noch umziehen, um eine schöne, gemütliche Wohnung dann zu haben, auch wenn wir dann zurückkommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, wir werden dann die nächsten Monate versuchen, immer mal so ein kleines Video-Vlog-Update zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf diesem Weg zum PCT und auch darüber hinaus begleitet. Deshalb gerne den Kanal abonnieren und uns dann auf unser Abenteuer Pacific Crest Trail nächstes Jahr folgen, für das wir 6 Jahre dann so hart gekämpft haben, dass wir es endlich umsetzen können. Das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und dann macht's gut. Bis demnächst, wir sehen uns.